Herzlich willkommen, das Rapper-Mittwoch, das ist das Finale. Und ihr wisst, das ist die realste Cypher Deutschlands. Wo sind wir hier? In Berlin? Im Binu? Wie ist der Scheiße? Scheißegal, gib mir ein Oh yeah! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper-Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper-Mittwoch Battlemania Finale. Jeder zweimal eineinhalb Minuten A Cappella. Faust oder Ficker? Einmal den Ficker, bitte. Ficker. Pff. Fang an, Bruder. Cynic soll anfangen. Rapper Mittwoch Battlemania Finale. Im Finale gibt es nur noch ein A Cappella, alles ist erlaubt. Mixed Martial Bars, Freestyle Punchline Texte. Nichts steht über irgendwas anderes so. Und die Zeit wird gestoppt, 1,5 bis 2 Minuten. So, seien wir jetzt alle ruhig. Let's go. So. Sorry, let's go. Alles gut. Fresh Polacke, mit deiner Teilnahme hast du hier vielen Rappern gründlich versaut. Fresh Polacke, der Name ist Programm, Alter. Bei der Geburt hat er sich schon die Nabelschnur geklaut. Also, ich bin zum dritten Mal hier und zum dritten Mal im Finale. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat. Beim ersten Mal war es ein mieser Joke, beim zweiten Mal ein überragender Gospel als Grund dafür, dass ich es nicht geschafft habe. Dann kamen die Rapper zu mir und meinten, Cynic, eigentlich cool, aber ey, du beleidigst immer die Fotzen von den Müttern und die Familien, voll ekelhaft, voll respektlos. Und ich dachte mir, die sind länger dabei als ich, Alter. Vielleicht haben die recht, ist ja echt doof. Habe ich mir Gedanken gemacht, Alter. Versucht, Lösungen zu finden und dann was gefunden, was für mich klar geht. Und zwar scheiße ich auf deren Meinung. Die Fotze deiner Mutter ist größer als das Stargate. Ich fick deinen polnischen Vater in den Arsch mit meinem schwarzen Knüppel. Zieh deiner polnischen Oma den Rollator ab und schlag damit deinen polnischen Opa zum Krüppel. Ich pulte deine Mutter mit einer linken Rückhand, obwohl ich sie verlassen habe. Nehmt euren ganzen polnischen inzestösen Stammbaum und schmeißt euch in so ein Massengrab. Und dann zünde ich mir eine Zigarre an, Alter. So eine kubanische, so eine richtig fette. Chill ein bisschen, Alter. Komm nach 3 Jahren nochmal wieder, buddel euch aus und fick eure Skelette. Cynic, Alter, du bist ein kranker Motherfucker. Das ist wohl die treffendste Beschreibung. Wenn ich seine Mama Hammer hört, sie ist an wie bei einer Teufelsaustreibung. Du bist halt hauptberuflich Mutterficker, deswegen musst du es auch vorleben. Teufelsaustreibung war vielleicht ein bisschen übertrieben, hört sich eher so an wie die Walschreie an der Küste von Norwegen. Ich dringe in ihren Unterkörper ein und es entstehen unendliche Weiten. Und ich höre nur so, ah, ahu, ah. Ich weiß nicht, hat die jetzt Schmerzen? Das ist eine Imitation von Michael Jackson zu seinen besten Zeiten. Aber ich lieb das, wenn seine Mutter mir an den Sack geht. Ich denk mir immer so, take my balls in your mouth, Nutte, suck it. Und ich hör dann einfach nur so, ey, mit meinen Eiern im Mund hört die sich an wie die Schwester von Beavis und Butthead. Digga, ich kick deinen Vater Jean-Claude Van Damme-Style und fick dann deine Mutter Gangnam-Style. Einen noch. Okay. Ich bring es dir langsam bei. Wenn du rappst, wird Philipp Lahm geil. Ich schüchter die Leute ein. Olli Kahn-Style. Ich komm hier komplett radikal rein. Und gleich wird das Kind gefickt. Vatikan-Style. Schöne erste Runde von Cynic. Wundervolles Finale. So scheint es heute zu werden. Nun, let's go. Du fickst meine polnische Mutter, du trittst meinen polnischen Vater, Dicker. Das war schon ganz schön krass, aber wenn man mich dissen will, Kurwa, genau so macht man das. Ja, aber Dicker, du weißt, alles kommt zurück wie ein Boomerang und jetzt ist Fresh Polacke dran. Dicker, dein afrikanischer Vater. Ja, Dicker, jetzt geht's los, Kurwa, holt die Bananen raus, Alter. Wartet. Cynic schreit Hurra, die Kokosnuss ist wieder da. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Dicker, dein Vater ist eine afrikanische Transe. Er ist der erste stöckelschuhtragende Schimpanse.
Dicker! Dein Vater hat richtig haarige Silikonbrüste? Ein Blowjob bei ihm kostet 5 Kokosnüsse! Ja, Dicker! Jetzt ist der Patrick da! Jetzt wird's heiß wie in Afrika! Ich war drin in deiner Mutters Ritze! Unser Sex war heißer als die afrikanische Hitze! Ja, Dicker, ich war in deiner Mom drin! Die Hitze war wie die afrikanische Savanne! Sinek zockt mit seiner Mama Worms! Doch er schmeißt nur Bananabombs! Und du rappst darüber, du pfifferst dir Smarties rein? Ja, sehr angenehm! Sinek ballert sich auch Bananenmehl! Ja, Dicker, du bist nur ein Gay, dein Kumpel erzählst du, du zockst GTA, doch zu Hause tanzt du schwul zu YMCA. Dicker, und deine Freundin ist hier irgendwo, Dicker, pass auf deine Freundin gut auf heute Nacht, weil ich bin schneller in ihr drin als im neuen Audi A8. Dicker, deine Freundin schreit nur beim Sex, wenn sich ihr Haar in deiner Uhr verfängt. Kurwa, denkst du, Dicker, ich scheiß auf deine Billigtricks, heute wirst du richtig gefickt. Ich komm zu deinen Eltern nach Hause, box deinen Vater, nimm ihm die Bankkarte weg, weil ich bin nicht lieb. Ich verbinde ihm die Augen, damit er mich nicht sieht, fessel ihn, damit er mir nicht flieht. Danach sage ich ihm, ich schlag ihm den Schädel ein, wenn er mir seinen Pin nicht gibt. Ja, Dicker, laber keinen Scheiß, Mann, du hast über mich keinen Plan. Ich trete deinen Vater in die Rippen und sag Geheimzahl. Kurwa, deine Punchlines können mir gar nichts. Kein Problem, die kleine Schlägerei von Matrix. Dicker, heute gibt's, ich bin der, der dir eine Lektion in Sachen Battle gibt. Gleich hörst du eine Stimme, die sagt, Fresh Polake wins Brutality. Dein. Schöne erste Runde von diesen beiden MCs. Macht mal Lärm, Berlin. Was für ein Finale, Alter. Wow. Shit. Fuck. Krass. Seid mal jetzt alle ruhig. Let's go, zweite Runde. Okay, ich weiß ganz genau, dass er gerade Scheiße gebaut hat. Ist doch ein bisschen ironisch, Alter. Der Polacke fragt mich, wer die Kokonuss geklaut hat. Ohne Spaß. Der Polacke ist hier am Arbeiten, er ist wieder am Werken. Dicker, was willst du mit dem Pin? Du kannst dir 4 Zahlen sowieso nicht merken. Also, pass auf. Ich weiß ganz genau, Alter, du hast bei der Pimmelsammlung wirst du schon ein paar coole haben. Dicker, du hast mehr mit Schwänzen zu tun als Jugendliche, die keinen Bock auf Schule haben. So, stopp. Ich musste mir von vielen Leuten was anhören. Echt von sau vielen. Hey, Sinny, du stehst immer nur so rum, du kannst gar nicht performen, gar nicht schauspielen. Okay, ihr habt Bock auf Schauspielen. Ich hoffe, ihr kennt euch mit Filmen gut aus. Denn was jetzt kommt, ist nicht ohne. Seine Mama steht auf Bad Boys. Sie liebt Man in Black und sie schlägt meine nackte Kanone. Ihre Scheu ist wie vom Winde verweht und sie bläst wie ein Twister auf meiner Zauberflöte. Ich will sie fisten, ich ball die Faust, aber sie sagt, fuck you, Goethe. Mir scheißegal, Alter, ich zieh bei der Polen-Nutte durch, Alter. Es macht bang, boom, bang. Es knallt und es kracht. Sie sagt, meine Mumu ist zu klein. Ich sag, ey, was nicht passt, das wird passend gemacht. Danke. Normalerweise müsste ich mich gar nicht mit so einem Shit abgeben. Ich hasse Leute, die mehr Wert auf Performance als auf Inhalt legen. So, und du möchtest gern Hip-Hop haben, mit deinem möchtest gern Hip-Hop-Lifestyle. Ich muss dich spast verfluchen, es reicht. Gut, weil ich gehe mit meinen Kollegen abends sprühen. Ihr geht sprühen, Alter. Schlag Sahne auf Apfelkuchen vielleicht. Letztens frage ich ihn so, Alter, ey, was machst du eigentlich beruflich? Und er so in seinem Hip-Hop-Film, Kurwa, Alter, ich bin MC am Mike, Alter, das verstehst du nicht. Und ich so, okay, du bist MC am Mike, Alter, ey, verarsch mich nicht, du Klon. Er sagt, doch, Kurwa, Alter, ich arbeite am Mikrofon. Und ich so, okay, Alter, vielleicht hat er nicht gelogen. Ich gehe bei ihm auf die Arbeit, er hat wirklich nicht gelogen, Alter. Er sitzt da am Mikrofon und haut rein. Willkommen im Drive-In, was darf es für Sie sein? Okay, man sagt ja, einen habe ich jetzt noch. Man sagt ja, die besten Ideen kommen beim Kacken. Ey, da würde ich gerne mal wissen, wie du scheißt, Alter. Bei der Visage schmeißen die Leute dir einen Knochen hin und fragen deinen Hund, wie du heißt. Schöne zweite Runde von Cynic!
Ich glaube, bis hierher habt ihr einer der geilsten Finals bekommen. Jetzt geht's wirklich um die letzte Runde. Danach treffen wir eine Entscheidung. Deshalb bitte gebt Respekt. Seid mal alle ruhig. Hey. Ja, du hast mich entlarvt. Cool war, ja, ich arbeite im Drive-In, ja. Und letztens war da auch deine Mom. Aber sie war da falsch, weil wir hatten keine gebackenen Bananen. Und du kommst mir hier mit irgendwelchen Filmen, Alter, von Winde verweht, Kurwa? Du kommst mir mit Film? Dicker, heute komme ich nicht brutal wie bei Mortal Kombat, heute erober ich das Herz deiner Mutter wie bei Pretty Woman. Heute komme ich wie Richard Gere, ich bin richtig verliebt, mir ist egal, ob deine Mutter sich prostituiert. Ich komme mit einer roten Rose im Mund vorgefahren vor ihrem Fenster, einer weißen Limousine. Ich komme die Feuerwehrleiter zu ihr hochgestiegen, schaue ihr in die Augen und sage ihr, dass ich sie liebe. Dicker, das ist kein Gelaber hier in diesem Battle. Dicker, ich chatte mit dir täglich, als wäre ich Tom Hanks in Schlaflos in Seattle. Ja, Kurwa, jetzt kommen die Filme, Alter. Dicker, wir chatten täglich wie ein E-Mail für dich. Und merk dir eins, Freundchen, nennen sie niemals eine Bitch. Weil ich verarsche deine Mutter nicht wie bei der verrückte Professor dieser Buddy Love. Zwischen deiner Mutter und mir ist mehr Feuer als zwischen Kevin Costner und Whitney Houston Bodyguard. And I will always love you. And I will always love deine Mutter. Dicker, ich bin ein purer Romantiker und kein Gangster. Wartet. Wartet. Deine Mutter, ich bin purer Romantiker und kein Gangster. Ich komm wie Romeo und sag Liebesgedichte auf vor ihrem Fenster. Männer machen ihr ein unmoralisches Angebot. Als wäre sie Demi Moore, doch ich lass sie nicht mal gehen für 1 Million. Weil ich bin einfühlsam, ich weiß, was Frauen gefällt. Ich hab ne Kreuzfahrt gemietet für richtig viel Geld. Nur um auf dem Schiff wie Leonardo DiCaprio in Titanic an Deck mit deiner Mutter ganz vorne zu stehen, mit den Armen rausgestreckt und zu schreien, ich bin der König der Welt! Every night in my dreams, I see you, I kill you! Und Dicker, mich als Wuchtel zu betiteln, kannst du vergessen. Ich komm nach Hause vom Pokern, ich hab die ganze Nacht nur rumgesessen. Deine Mutter fragt mich, wie war die Arbeit, Schatz? Gemütlich beim Essen? Ich antworte wie der Pate, frag mich nicht nach meinen Geschäften. Doch ich erzähl ihr alles und sie entpuppte sich als die perfekte Gangsterbraut. Wenn ich draußen was machen muss, guckt sie in der Ecke weiter mit dem Gewehr aus dem Fenster raus. Andererseits ist sie auch die zärteste Frau. Man sollte uns mal am Telefon belauschen. Nein, Schatz, du legst als Erster auf. Dicker, ich behandle deine Mutter wie die First Lady. Ich bringe Tanzschritte bei wie Patrick Swayze und heb sie in die Luft wie am Ende von Dirty Dancing. And I have time of my life and I only want deine Mutter. Dicker, ich fick richtig brutal deine Mutti, weil im Radio läuft grad Jungle Boogie. Jungle Boogie. Brr, brr. Dicker, deine Mutter hat mehr Karies auf den Zähnen als ein Straßenköter aus Rumänien. Deine Mutter wohnt mit anderen Pennern unter einer Bahnbrücke. Damit die nicht langweilig ist, pfeift sie Lieder auf ihrer Zahnlücke. Dicker, time, Kurwa. Unglaublich, time. Finale, macht mal aber die beiden MCs. Gott, Alter. Ey, ganz ehrlich, war das ein Finale? Bitte gib den Jungs den Respekt, Alter. Zeig mir eure Hände für den MC hier mit seinem unglaublichen Abo-Kapelle auf meiner rechten Seite, auf meiner linken Seite für Cynic. Sie auf meiner rechten Seite auch für sein unglaublicher Kapella für Fresh Polacke. Also, ich muss ganz offen und ehrlich sein. Ich habe eine Tendenz gesehen, aber ich will das safe sehen. Bitte versucht euch für eine Seite zu entscheiden. So, sonst können wir damit nichts anfangen. Zeigt mir nochmal eure Hände, wir nehmen sie auf meiner linken Seite für Cynic. Zeigt mir eure Hände, wir nehmen sie auf meiner Seite für Fresh Polacke. Wir haben einen Champion und das ist Cynic.
in dieser Saison im Finale. Willst du irgendwas sagen? Ich will Dankeschön sagen und ohne Spaß. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Energie von euch hier rüberkommt. Es macht unfassbar viel Spaß einfach mit geilen Gegnern, geilen Leuten. Ohne Spaß. Überragend, Alter. Weltklasse. Dankeschön. Fresh Polacke, du hast bei uns schon so oft abgerissen. Heute kriegst du wenigstens auch ein paar Aufkleber. Willst du was sagen? Senec hat verdient gewonnen. Ich hab mich selber bepisst. Genauso muss man an den Polacken rangehen. Props, Alter. Und endlich hab ich Stick Dracula. Alter, ich glaube, wir haben hier das krasseste Finale in dieser Saison gesehen. Cynic, Fresh Polacke als Experte auch im Gremium UCU und als Ehrengast hatten wir hier heute Animus, der zufällig in Berlin gerade heute war. Ey, Cynic, Alter, bei dir ist es so, ey, du kommst zu Rapper Mittwoch, du kommst immer irgendwie ins Finale, schon das dritte Mal jetzt und heute hast du dir den Titel geholt und dann auch noch gegen Fresh Polacke so, der ist ja alles andere als leichter Gegner. Wie war das bei euch beiden? Ja, war einfach nur crazy. Also den überhaupt hier wetten zu sehen und dann im Finale wirklich gegen ihn zu stehen, anormaler Film. Also ich hätte das ja schon vorbereitet. Ich hatte das Glück, dass ich mich mal im Kopf verlassen konnte, dass ich die ganzen polnischen Sachen noch mit einarbeiten konnte. Und es war ein anormaler Schlagabtausch. Ich bin mal so gespannt, wie das auf Video aussieht. Das ist einfach crazy gewesen. Ich bin auch gespannt, wie es ist, weil bei euch dachte ich, boah, du kommst rein. Dann kam er irgendwie zurück, dachte ich, wow, 1-1. Dann hattest du diese Filme-Session und du bist mit den Filmen auch gekommen. Wie kam das, Alter? Wie hattest du diese Lines auf einmal parat? Na, ich muss sagen, ich habe sehr viele Sachen halt vorbereitet und das mit dem Film war auch reiner Zufall. Ich habe halt so eine Lines am Start gehabt. Was ich zum Battle sagen muss, Cynic war abnormal krass. Auf jeden Fall, er war auch der Erste, der heute sowas gemacht hat, wie ich fick deine polnische Mutter, die polnische Fotze. Ich wusste, der Erste, der sowas bringt, er wird mein Leben zerstören. Ist auch das richtige Rezept gewesen. Aber ich sag nur so, das nächste Mal, Kudriba, wird es nicht so einfach, meine polnische Mutter zu ficken, Alter. UCU, du hast es dir von außen aus angesehen, wir haben uns auch angeguckt und dachten, fuck, wie soll man da voten? Wie hast du das gesehen? Ich habe gesagt, Cynic hat gewonnen. Hat ja nichts damit zu tun, dass ich Fresh Polacke nicht total geil finde. Ich liebe Fresh Polacke. No homo, pro homo. Aber Cynic war für mich souveräner. Es war die Entscheidung, cool gegen krasses Entertainment. Ich fand cool in dem Fall besser, weil es besser aufgebaut war. Und dieses Singen ist der absolute Hammer gewesen. Aber nach dem dritten Mal kannte ich es dann. Und er hat einfach souverän so eine krass durchstrukturierte Battle-Runde gebracht, hat mich überzeugt. Knapp, aber Cynic für mich. Ich sehe aber hier Animus, er schüttelt da ein bisschen den Kopf, vielleicht scheiden sich da die Geister. Im Publikum war es ja auch nicht so leicht zu sehen. Wie hast du das erlebt? Für mich war Fresh Polacke ganz klar vorne. Und was ihn ausgemacht hat, ist, dass Cynic etwas vorgegeben hat, praktisch, und er doppelt so krass zurückkam. Und diese Lines mit den Filmen und so weiter, wie er gekontert hat, war krasser. Das heißt, du benutzt praktisch das, was dir jemand gibt und kommst doppelt so krass zurück. Und das war konstant so. Und ich war heute auch mit Jungs hier, die nichts mit Battle Rap zu tun haben in der Regel. Die waren alle, die sind durchgedreht bei Fresh Polacke. Ich selber komme vom Battle Rap und ich weiß, dass jemand, der vorlegt, immer eine bestimmte Strategie verfolgt. Und die Kunst liegt daran, die Strategie zunichte zu machen. Und das hat er jedes einzelne Mal gemacht. Und ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, dass Fresh Polacke öfters hier gewinnt und dass der Underdog etwas mehr sympathiert und so weiter. Aber nur weil er öfter gewinnt, heißt es nicht, dass er deswegen irgendwie degradiert wird, weißt du? Und in meinen Augen, als neutraler Typ, der sich mit Rap ein bisschen auskennt und auch diese Battle-Strategie versteht, hat er ganz klar gewonnen. In jeglicher Hinsicht und auch technisch hat er unfassbar krass gerappt. Wenn man sich das mal auf YouTube nochmal ansieht, so was er technisch ausgepackt hat, mit Entertainment und noch mit der Vorlage, die er gegeben hat. Nichts gegen dich, mein Freund, war ein geiles Battle, aber er hat ganz klar gewonnen und Tiesta sagt das auch. Wow, also das sieht man, ist ein mega kontroverses Battle, ist ein unfassbar kontroverses Battle. Ich möchte mich keiner dieser Seiten anschließen oder beiden, weil es einfach wirklich, eigentlich hätte ich am liebsten, meine zu Tiesta, wie soll man denn da, eigentlich hätte ich am liebsten beide Champion-Titel gegeben. Ich weiß auch nicht, was man da eigentlich sagen soll genau, aber ich sag nur Cynic vor BMCA, yo! Ja, Cynic bekommt ein Battlemania Champions League Match und tja, wie ist eure Meinung zu den Lines dieser beiden? Schreibt alles in die Kommentare, liked, teilt und abonniert alles so, was es von uns gibt, twittert über uns, teilt vor allen Dingen unsere Videos und tja, guckt euch den Rest an, denn danach gab es noch ein Battlemania Champions League Battle.